Ohne Scheiß. Irgendwann schreibe ich mir mal eine Liste mit Namen und die Fragen, die sie immer wieder stellen. So viel zum Thema, ich möchte dich in Ruhe hören. Okay, Andrea, André, pass mal auf. Ja? Wie oft habe ich in den letzten Wochen die Frage beantwortet, hast du aktuell eine Lieblingsband? Wie oft habe ich die beantwortet in den letzten Wochen? 15 Mal? 20 Mal? Genau wie, hast du einen Lieblingsfilm? Hast du ein Lieblingsbuch? Hast du, keine Ahnung. Wie oft habe ich diese Frage im Laufe der letzten Jahre schon beantwortet? Fast jeden Tag 3 Mal. Weißt du, wie mir das gegen den Strich geht irgendwann? Oder hier, wo war's? Drache, bist du heute noch im TS? Wie oft habe ich die Frage schon beantwortet? Nichts gegen euch, wenn ihr die Fragen stellt, aber ihr bringt 100 Mal am Tag die gleiche Frage. Bist du heute noch im TS? Hast du heute noch mal vor zu streamen? Wenn ja, wann streamst du heute noch mal? Obwohl ihr genau wisst, dass ich nicht streame oder nicht weiß, wann ich streame. Das wisst ihr ganz genau. Seit Jahren streame ich dann, wenn ich Bock drauf habe. Zeitlang habe ich es mal so 1-2 Tage mal versucht, täglich zu streamen. Aber das mache ich überhaupt nicht mehr. Und das habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht. Und das habe ich auch mal nur ein paar Wochen gemacht, weil ich es meistens nicht hinkriege. Ey, mich kotzt das, ganz ehrlich, mich kotzt das manchmal echt an. Tut mir leid, wenn ich jetzt meine schlechte Laune an euch auslasse. Ganz ehrlich, wirklich. Aber das ist einfach immer, jeden Tag ist es dasselbe. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage schon beantwortet habe. Man müsste mal sämtlichen Content im Internet zusammensuchen, aus meinen Livestreams und so weiter, wo sie irgendwo hochgeladen haben, plus meinen eigenen Sachen, und dann schauen, welches Video war was, und dann müsste man jeden einzelnen Stream angucken und jeden einzelnen Stream nachschauen, wie oft ich welche Frage beantwortet habe. Und ganz ehrlich, dass irgendwann jemand die Frage oder die Aussage, die Antwort auf die Frage, wie oft streamst du noch, oder was ist dein Lieblingsband, dein Lieblingsessen, dein Lieblingstrinken, dann weißt du Geier. Dann müsste man irgendwann mal wissen, was Sache ist. Selbst wenn man das allererste Mal da ist, schaut man mich ja meistens nicht das erste Mal. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese hunderten Fragen schon beantwortet habe. Im Fernsehen haben sie gesagt, ja, und auch die Hater haben das so dargestellt, dass ich derjenige bin, der meine Zuschauer beleidigt. Oder meine Abonnenten. Ihr müsstet aber euch auch mal vor Augen führen, dass ich jede Frage Milliarden Mal am Tag beantworte und irgendwann kotzt es einen an. Ich meine, das ist, manchmal fühle ich mich echt wie ein Kindergärtner. Ich komme her, bin am Streamen und dann kommt jemand, oder ich hocke daheim, ich bin irgendwas am Machen, vor allem kommt mein kleiner Sohn mit vielleicht 3 Jahren daher und fragt, Papa, wie spät ist es? 2 Minuten später kommt er, Papa, wie spät ist es? Papa, wie spät ist es? Papa, wie spät ist es? Und das alle 2 Minuten. Und gefühlt so ist es auch mit den Streams. Ich streame und ich habe in 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden Stream, habe ich ungefähr 100 Mal die Fragen drinnen. Gefühlt. Das ist einfach irgendwann. Ihr braucht nicht immer, oder generell auch die Hater, man braucht mich nicht als jemanden hinstellen, der. Man braucht mich nicht als jemanden hinstellen, der seine Abonnenten schlecht behandelt. Im Gegenteil. Leute, das ist im Moment jetzt vielleicht nicht der Fall, aber ich gebe euch einen TS, auf dem ihr reden könnt, miteinander und als Abonnenten und so weiter. Kann es sein, dass es 1 oder 2 gibt, aber welcher andere Juno-Streamer, welcher andere Juno-Partner bietet euch einen eigenen TS an, auf dem ihr einen Juno-Abonnentenrang bekommt, wenn ihr abonniert und bei dem ihr dann streamen, bei dem ihr dann labern könnt oder auch eventuell mit ihm labern könnt? Musikwünsche, gibt es mit Sicherheit einige Leute, die das machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das angefangen habe oder nicht. Das kann auch sein, dass andere angefangen haben. Aber jeder Abonnent hat 1 bis 2 Wünsche. Und ich mache das eigentlich fast in jedem Stream, dass ich das auch aktiv durchziehe. Außer ich habe mal ein paar Tage keinen Bock. Oder jetzt momentan noch mal in längerer Zeit keinen Bock, weil ich einfach meine eigene Musik mal wieder hören möchte, weil ich das seit Jahren so gut wie nicht mehr gehört habe. Das ist einfach. Ich versuche echt alles für euch zu machen, was ich kann, was in meiner Macht steht. Gut, das haben die Hater versaut. Ich habe sogar einen anderen Merchandise-Shop aufgetan gehabt. Das, wie gesagt, leider mittlerweile sich wieder erledigt hat. Deswegen bin ich wieder bei Spreadshirt.